Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Bakery Simulator. Ja, in meiner Bäckerei bin ich jetzt. Ja, was können wir da jetzt eigentlich machen? So, ich schaue mal. Was kann man da machen? Anpassung, Wirtschaft, Verlauf, Rezeptbuch, Anruf wegen Verspätung, Position zurück, Backzubehör. Nö, also ich muss da irgendwie schauen. Was ich machen kann, auf 4 zum Beispiel, da kann ich nur das machen. Auf 3 habe ich die ganzen Ausgaben, Einnahmen und so weiter. Hier mein Level, mein Ruf. 5, was haben wir auf 5 eigentlich? Ah, das ist ja das. Okay. Wie kann ich immer Sachen eigentlich kaufen, Leute? Würde ich mal sagen, was ist das? Maschinen zum Formen vom runden Brot. Teigteilmaschine. Also das brauche ich ja alles nicht. Soll ich einen neuen Ofen kaufen, Leute? Für 800 Euro? Ja, ich kaufe mir einen neuen Ofen, Leute. Hey, schau da mal. Ich habe einen neuen Ofen. Den kann ich zumachen, Leute. Ha, alter Ofen. Ich habe einen neuen Ofen, Leute. Wahnsinn, oder? Regalofen. Ich habe einen neuen Ofen, Leute. Das ist cool. So. Dann würde ich einmal sagen, legen wir los mit der nächsten Bestellung, Leute. Wir fahren fort. Gut. Bist du wahnsinnig. 45 Überraschungsdonuts. Granny's Brotlaib, Zwillingsbrötchen, Schummeltag-Donuts. Ich werde die Schummeltag-Donuts nehmen. Boah, das ist aber wirklich viel, Leute. Da brauche ich richtig viel Backzubehör. Boah. So, Dinkelmehl. Wo haben wir denn da das Dinkelmehl? Hä? Dinkelmehl. Ich hab Dinkel. Leute, wo ist denn da das Dinkelmehl? Objekt erweitern vielleicht? Beenden. Nö, Leute. Ich brauch Dinkelmehl. Wo ist denn das jetzt? So, wo haben wir das Dinkelmehl? Ich habe jetzt Dinkelmehl da unten. So, Dinkelmehl. Wie viel brauchen wir denn da? 2,25 Kilo, Leute. Oh, 25. Ah, Leute. Ja, genau, das wäre eigentlich genau 2,25. Wenn ich da noch ein bisschen abschöpfe, ich möchte es genau machen, Leute. So, 2,25 Dinkelmehl. Boah, das ist Wahnsinn. So, damit habe ich fast kein Dinkelmehl mehr, Leute. So, Wasser. 450 Milliliter Wasser. Ja, es geht weiter. Also, Wasser. 450 Milliliter. Boah. Wasser, ja. Sehr gut, Leute. Was haben wir dann? Milch, 675 Milliliter. 675 Milliliter. Milch, na bitte. So, dann haben wir Butter. Butter, Butter, 225 Gramm Butter, Leute. Wahnsinn! 225 Gramm Butter. Eier, 225 Eier. Boah! 60 Milliliter. Leute, kann ich das jetzt nicht mehr machen? Ich habe nur noch ein Ei, Leute. Ah, keine Eier mehr. Ich brauche noch Eier, Leute. Ich muss mir Eier bestellen.
Bestellung Eier. Leute, ich muss Eier bestellen. So, da haben wir das einmal. Und noch einmal Eier. Geht nicht mehr. Kaufen. So, ich brauche Eier, Leute. Ich brauche Eier. Ja, jetzt muss ich 3 Minuten warten. Aber dann nehme ich was anderes dazu einmal, Leute. Zum Beispiel Eier, Zucker, 45 Gramm. 45 Gramm Zucker. So, das müsste passen. 45 Gramm Zucker, passt. Und Hefe, 135 Gramm, Leute. So, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Hefe, 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 Hefe. Jedes Mal suche ich die Hefe, Leute. Roggenmehl, Vollkornmehl. Da ist die Hefe. Jedes Mal suche ich die Hefe. 135 Gramm Hefe. Passt. Es muss noch auf die Eier warten, Leute. Die werden jetzt gleich, dann gleich geliefert in 2 Minuten. Dann bin ich auch nicht mit dem fertig. Ich habe eh noch 12 Minuten. Knappe 13 Minuten Zeit. Was ist denn da draußen los? Wahnsinn. Da geht's zu bei mir da draußen. Schummeltag-Donuts. Oh Gott. Ich hasse Donuts machen, Leute. Ich hasse es. Dann kann ich das in diesen Ofen da reingeben. Ich habe endlich meinen modernen Ofen, Leute. Was haben wir da? Ah, da können wir... Egal, Maschine starten. Okay, open, close. Zeit einstellen. Die Zeit einstellen, genau. 200 Grad, 20 bis 35 Sekunden. Da muss ich sie selber einstellen, die Zeit. Okay. 1,5 Minuten, nicht einmal mehr. Ja, aber ich glaube, das müsste ich trotzdem hinkriegen. Aber das sind zu viele Donuts. 45 Donuts, Leute. Also das wird wirklich... Ob sich das mit der Zeit, von der Zeit her ausgeht, das weiß ich nicht. Leute, unglaublich viele Donuts. Ich meine, wer braucht 45 Donuts für eine Bäckerei auf einmal? Leute, da bestelle ich mir 25 Stück oder so. Das war's. Ich meine, das muss eine Riesenbäckerei sein. Leute, die 5-Minuten-Bäckerei, die wird wirklich, die wird sehr beliebt sein, Leute. So, da ist einmal alles drin, was geht. Nur halt da die Eier nicht. Eier brauche ich 225 Milliliter. Die in einer halben Minute werden geliefert. Na, Leute. Hätte ich mich früher um die Eier kümmern sollen. Ich Vogel. Oh, wirklich, 7 Vogel am Start. Herzlich willkommen. Leute. Oh, unglaublich. So, da haben wir die ganzen... Sachen dabei. Soll ich da irgendwas dazu mischen oder nicht? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. So, gleich da. Passt. Dann nehme ich mal jetzt einmal diesen Topf hier und dann kann ich die Eier reingeben. So, die Eier haben wir. 5. So, wie schaut es jetzt aus? 225. Ja, eh super. 225 Milliliter Eier habe ich schon. Na, passt. Geht sich genau aus, Leute. So, dann würde ich einmal sagen, mixen wir auf 30 Sekunden. 30 Sekunden mixen, passt. Schummeltag-Donut, Leute. Also Rezept zu 100% erfüllt, Leute, Wahnsinn. So. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir zum neuen Ofen, Leute. Aber vorher muss ich die Donutmaschine anschmeißen. Leute. Nö, okay, den brauche ich ja gar nicht, Leute. Ich brauche den Ofen für diese Donuts nicht. Stimmt. Leute. So, passt. So. Na bitte, Leute. So, da reinschmeißen. So, dann würde ich einmal sagen, gehen wir mal auf 200 Grad rauf, Leute. Das ist 200 Grad, 20 bis 35 Sekunden. Ja, 200 Grad, Leute. Und es geht los. Ich hasse... Hallo? Ah, ich hasse Donuts machen, Leute. So. Verrückt.
Verbrannt einer ein bisschen. Leute, das ist richtig schwer. So. Boah, da brauche ich lange, Leute. Wir dürfen nicht verbrennen, Leute. Die muss ich alle mal treffen hier. Leute, ich darf da nicht wirklich. Ich muss da wirklich. So, kommt jetzt einmal. Das sind so viele Donuts, Leute. Komm, fertig. Normalerweise müsste das jetzt hinhauen. Sehr gut. So, dann würde ich einmal sagen, gehen wir das einmal alles in die Kiste rein. Boah, da liegen viele Donuts jetzt. Leute, ob ich da wirklich alles schaffe. Ja, das ist auch in der die letzte Folge in dieser Aufnahmesession. Dann habe ich ja schon einiges weitergebracht. Hier jetzt vier Folgen, also in dieser Session halt vier Folgen vom Bakery Simulator. Und davor habe ich halt noch den Animal Shelter Simulator gespielt. Da habe ich aber allerdings nur drei Folgen Let's Played. Macht ja auch nichts. Ja, leider Gottes wurde es dann wirklich jetzt nichts mehr mit dem mit dem Euro Truck Simulator 2. Leute, das finde ich jetzt richtig doof, ne? Kann ich nicht mehrere in die Hand nehmen? 45 Stück. Hat es das jetzt automatisch abgeschaltet? Ja. Weil es noch brutzelt, Leute. Aber es zieht nur noch. Lassen wir die Donuts ziehen. So, schauen wir mal. Verbrannt 2%. Das geht eigentlich. Normalerweise müsste ich eine super Bewertung droht. Also super nicht, aber eine gute Bewertung bekommen. Da ist alles 100%, glaube ich, jetzt gerade gewesen. 6% verbrannt. Da ist alles 100%, Leute. Ein goldiger Donut. Wahnsinn. 45 Donuts, Leute. Also das ist schon blöd, dass man da wirklich jetzt nicht... dass man da jetzt wirklich nicht mehrere Weimer nehmen kann. Ich traue mich die Kiste jetzt noch gar nicht mehr nehmen, um zu probieren. Weil dann passiert das gleiche, was da letztens schon passiert ist. Dass das Spiel sich aufhängt. So, den Rest hier rausgeben. Boah, 16% verbrannt, Leute. So, wir kriegen die 5 Minuten Bäckerei, genau. Die kriegt die Donuts, Leute. Auch 100% Donut. Wahnsinn. Ja, jetzt wird schon langsam besser mit den Donuts. Da sind eh schon viele dabei, die 100% überall haben. Frittieren und so. Also das seht ihr da. Schummeltag-Donut 100%, Mixen 100% und Frittieren nicht ganz 100%, 4%, weil es 4% verbrannt ist. Okay. Also schaut eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich glaube, ein paar Verbrannte hat man immer dabei, ja auch im echten Leben. Also es werden immer wieder welche geben, die etwas verbrannt sind. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich möchte auch keine verbrannten Donuts futtern, Leute. Das will ich eigentlich nicht. Aber die gibt man halt so Wegwerfware, ne? Passt. Ja, Leute, genau 45 Donuts habe ich jetzt drin. Das ist sich perfekt, habe ich ausgegangen, habe ich alles erwischt.
So, und ich liefere das jetzt aus an die 5-Minuten-Bäckerei, Leute. Na bitte. So, in die Stadt bewegen. Mit diesem großen Auto fahre ich. Mein Kaffee ist schon kalt, aber der ist eh schon fast hinüber. Ja. Aber wie meine Mutter schon immer so schön sagt, kalter Kaffee macht schöner, Leute. Ist so. Oh, da werde ich ja noch schöner. Wahnsinn. Leute. Nö. Unglaublich. So, dann war, ja, haben wir jetzt einige Zeit gebraucht hier. Na klar, wir haben ja auch sicher 2,5 Minuten oder fast 3 Minuten sogar auf die Eier gewartet, auf die Lieferung. Was ja eigentlich eh schnell ist. Im echten Leben brauchen die 2 Tage, 1 Tag. Ja, Leute. Wird jeden Tag geliefert, aber einmal. Und da brauchen sie 3 Minuten. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ich finde es schade, dass da keine Story dabei gibt bei diesem Spiel. Das wäre ja wirklich toll. Wenn es eine Story dabei geben wird. Bei dem Spiel. Aber ist ja wurscht. Ist einfach ein Free-to-Play, also beziehungsweise einfach ein freies Spiel quasi. Bakery. Ja, gut. Na bitte. So, da fahre ich dann links rein. Und da bin ich eh schon da, Leute. Da ist die 5-Minuten-Bäckerei, Leute. Passt. 98%. Boah, Leute. 98% bei den Donuts. Boah. Na super. Und 1078. Ja klar, 20 Punktstrafen, also wegen den 2% hier. Aber wir haben einiges an Geld bekommen und Erfahrungspunkte, Leute. Bäcker, Ruf 21 und Level 16. Was habe ich da? WLAN. Ich bekomme immer WLAN, Leute. Das ist ein Wahnsinn. So, das ist auf jeden Fall cool, Leute. Dann würde ich einmal sagen, schauen wir mal, ob ich da alles habe, was ich eigentlich, ob ich da noch irgendwie 244 Kilo, 242 Kilo, 246, also da, die ganzen Sachen passen da noch. Kakao habe ich noch genug, Butter habe ich noch. Eier habe ich jetzt ordentlich. 750 Gramm Dinkelmehl. Ich soll Dinkelmehl bestellen. 240 Milliliter Wasser. Was habe ich da eigentlich noch drin? 143 Liter. Salz habe ich noch ordentlich. Zucker. 7 Sauerteigstarter, 750 Milliliter. 3 Kilo, 3 Kilo, 2 Kilo, 1, 750 Dinkelmehl. Also Dinkelmehl sollte ich mir besorgen, Leute. Dinkelmehl und Sauerteigstarter, Leute. Dinkelmehl und Sauerteigstarter. Wo haben wir den Sauerteigstarter? Hier. Das kaufe ich gleich, Leute. Passt, gut. Ja, dann war es aber schon. Mit dieser Folge, ihr Lieben, das ist schon mal, jetzt ist einmal ein bisschen früher zu Ende, wurscht jetzt, weil wenn ich jetzt nochmal einen Auftrag mache, dann haben wir wieder eine Überlänge von 8 Minuten aufwärts. Nö, das zahlt sich ehrlich gesagt nicht aus, würde ich sagen. Ja, also in Lieferung, das Sauerteigstarter und das Dinkelmehl sind gerade in Lieferung, Leute. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder, in der nächsten Folge von Bakery Simulator. Macht's gut, bis dahin, Game Over und ciao!